Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video. Es ist Halloween und wir dachten uns, naja, die letzten zwei Jahre waren eigentlich schon gruselig genug und deshalb wollen wir euch jetzt nicht noch mehr gruseln mit irgendeinem Grusel-Video. Gruselig genug, weil deine Videos so schlecht waren in den letzten zwei Jahren. Nein, ihr wisst warum. Ja, wegen dem Wort, was wir nicht mal aussprechen wollen. Genau. Corona. Und da haben wir gedacht, wir machen was Schönes. Was ist schön und was passt zu dieser Jahreszeit? Kunst. Feuerwerk, oder? Auch. Also quasi Kunst, Feuerwerkskunst. Das, was wir jetzt machen, das habe ich mal bei A Kind of Fire beim Janosch gesehen. Und ich fand das so lustig. Und deshalb probieren wir das jetzt auch einfach mal. Janosch? Aus der Schweiz. Oder? Oder? Kommt der Janosch aus der Schweiz, oder? Ja. So, und wir haben was vorbereitet. Wir gucken uns das mal an. Ja, komm, wir gehen mal dahin. Ja. Ich glaube, das wird ein Total-Desaster. Hier hinten ist übrigens ein bisschen laut, weil hier am Saubermachen vom Trecker, die ist das. Hochdruckreiniger. So, das hier haben wir vorbereitet. Ein bisschen F1-Feuerwerk, alle verschiedensten Sachen und dazu Leinwände. Und darauf werden wir das Feuerwerk zünden und hoffen, dass es irgendwelche verrückten Formen oder ja, Farben wahrscheinlich eher nicht. Aber das wäre die Weiterentwicklung, da reden wir später noch drüber. Das Tolle ist, wir versuchen drei Leinwände hinzukriegen und wenn das klappt, werden die an euch verlost. Und wenn uns das Spaß macht und ihr das vielleicht auch ein bisschen feiert, dann habe ich später noch eine Frage an euch. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und wie das verlost wird, das erfahrt ihr auch später. Aber erstmal versuchen wir, diese Kunstwerke jetzt zu erschaffen. Nicht wahr? Definitiv. Ja, ich bin der absolut künstlerisch unbegabteste Mensch auf dieser Erde. Ich auch. Deswegen ist das genau, glaube ich, richtig, dass wir beide das machen. Ja. Das kann eigentlich nur gut werden. Ja, ich glaube auch. So, ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Wir fangen an mit der kleinen hier. Oder erstmal eine Knallbombe, Knallerbse draufwerfen. Schmeißen erstmal eine Knallerbse drauf. Wahrscheinlich geht das. Das geht gar nicht. Wollen wir erstmal die Sachen da wegmachen? Nee, wirf ruhig. Versuch 1, gescheitert. Die kleben mal hinterher dran. Hast du getroffen? Nein. So, nächster Versuch. Oh Gott. Ja, Mann. Oh. Krank, da ist schon der erste Spratzer. Soll ich noch eine? Ja, klar. Fast. Aber wirf nicht. Oh, Alter, guck mal. Mega. Hammer. Ja, Das könnten Berge sein. Guck mal, ich will auch mal. Das ist ein Bergmassiv, oder? Ja. Hier, wenn man guckt, die Alpen. Ich hätte jetzt die Anden gesagt. Siehst du, da sieht man, dass ich nicht nur schlecht werfe, sondern du auch. Alter, stell dir vor. Boah, der war mega. Komm, jetzt nehmen wir mal. Oh. Krank. Das ist schon nicht so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufräumen und dann fangen wir mit dem explosiven Zeug an. Ja, dann machen wir einen Silberkreis drauf. Von Explode? Von Explode, ja. Hoffentlich brennen die nicht komplett durch. Und mal gucken, ob die überhaupt drauf bleiben. Das ist ein Krieger. Einen auf die Fresse kriege. Scheiße, der macht gar nichts. Wow. Der hat auf jeden Fall eine kranke Spur gemacht. Fast durch. Polarlichter, auch von Explode. Alter, jetzt habe ich schon. Scheiße. Nee, das kann man nicht machen, weil die sprühen einfach nur Feuer raus. Ja, aber vielleicht bleibt ja irgendwas übrig. Komm, wir probieren das. Oh, das brennt auch. Stell dir vor, das fällt um. Ja, es fällt nicht um. Da bleibt überhaupt gar nichts übrig. Da bleibt alles übrig. Das brennt nicht. Wenn das umfällt, müssen wir es wegkicken. Ja, klar. Da, guck mal, kleine Fitze. Schmauche spratzen. Siehst du, da passiert gar nichts. Boah, Junge, es brennt. Es brennt einfach. Hast dich verbrannt? Scheiße. Ich habe meine Kamera angezündet. Alter. Warum machst du das, Alter? So, Feuerbälle als nächstes. Ja. Hier fällt schon die Hälfte, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Ja, dann nehmen wir einen ganzen, oder? Was war das denn? Hat das irgendwas gemacht? Enttäuschend. Ey, das war wirklich enttäuschend. Wir brauchen mal hier so einen Brummer, ein bisschen Action hier. Ja, dann hast du gleich ein Loch da reingebrannt. Naja, aber kein Loch. Boah, guck dir das an!
Das ist wirklich geil. Das ist krank, oder? Das ist wirklich, das hat wirklich was mit Kunst zu tun. Boah. Wie du gerade gesagt hast, Pyro-Art. Hey. Die neue Kategorie. Krank, guck mal, und es kommt überhaupt nicht durch. Nee, das ist einfach nur so ein schwarzer draufgemalter. Kranker Scheiß, genau sowas brauchen wir. Genau. Hey, komm, jetzt Feuerkreisel. Jetzt haben wir Blut geleckt. Jetzt haben wir Blut geleckt. Jetzt geht's richtig ab. Boah. Dreht sich einfach schon. Wir müssen das nächste Mal ein bisschen. Kannst du noch einen machen? Den legen wir ein bisschen weiter oben hin. Alter. Der erste drehte sich schon. Ah. Ja, auf jeden Fall sind die Dinger cool. Aber die machen ein bisschen zu wenig. Doch, hier hat der was hier. Ja, ein bisschen, wa? Ja, da, ja, so ein. So ein Kreisel. Ja. Komm, wir machen mal hier so ein Feuerding. Alter, was ist das denn? Junge, Bengalos einfach. Die kann ich da drauf halten? Ja, so mit ein bisschen Abstand. Also nicht durchbrennen. Probieren wir es. Ich hatte. Junge, übelster Bengalo. Ist da was? Nee. Scheiße. Wir rösten die Leinwand nur ein bisschen. Ja, ja. Aber ist ja egal. Obwohl, warte, ich will auch noch. Ah, guck mal. Pass auf, das brennt dir gleich an. So ein paar Flecken kriegt man hin. Boah, guck mal! Jetzt, Junge, jetzt geht's! Jetzt, boah. Jetzt. Die jetzt brennt! Ja, warte. Wir schütteln das mal ab, warte. Guck mal hier, ganzen Ruß hier drauf. Ja. Guck mal auf der Rückseite. Nee, super. Geht aber, oder? Geht. Ah, warte, wir haben hier so kleine, so Spinner. Die machen das Gleiche. Ja? Ja, ja, da haben wir auch richtig viele von. Der Spinnerpack, da haben wir richtig viele von. Ja. Oh. Hat die Zündschnur fast durchgebrannt. Hat's aber noch nicht, oder? Nee. Boah, aber minimal. Aber guck mal, die hat geile neue Spuren gemacht. Ja, das stimmt. Scheiße. Junge, die Dinger. Die fliegen halt einfach zu brutal weg. Vielleicht müssen wir ihn doch lieber hinlegen. Uah. Ah, der hat auch noch mal so einen. Ja, stimmt, so der hat noch einen Strich gemacht. So einen Strich hier gemacht. Diesen Künstler, was hat der Künstler sich dabei gedacht? Ja, das sind so wirklich so Berg- und Waldstrukturen, würde ich sagen. Mhm. Moderne, auf moderne Art interpretiert. Ja. Pyrotechnik in höchster Ausdrucksform. Wirklich. Ja. So, also das Ding ist fertig, ja? Wir wechseln jetzt auf die große. Ich würde sagen, wir wechseln auf die große. Ja. Knallkraut von Leslie. Und jetzt auf der großen Leinwand. Alter, guck mal, wie das raucht. Ja, du erzählst das von Rauch und dann raucht schon. Alter. Junge! Junge, wie geil! Alter! Hammer! Das fertig! Oder? Ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine so in die Richtung. Ja, genau. Und dann. Alter. Das ist doch genau das Richtige. Das ist genau das Richtige. Also in die andere Richtung quasi. Ja. Alter. Alter. Nicht schlecht. Guck mal, die kleine Explosion. Das sieht richtig krank aus. Jetzt mal gucken, dass es nicht durchbrennt. Das brennt nicht durch. Dreh das mal nochmal. Alter, das sieht halt richtig geil aus. Guck mal hier. Jetzt hast du halt auch so ein bisschen mehr Schmocke dran, oder? Ja, ja, genau. Wir sind Künstler, Junge. Ja, wir sind Künstler. Hier, lass mal nochmal so eine Hummel drauf machen, oder? Ja, ja. Hummel, safe. Wilde Hummel. Die wilde Hummel. Das sieht gut. Gut, dass die so rumliegen geblieben ist. Sonst hätte es jetzt noch da drin. Mann, ey. Das haut bestimmt direkt wieder ab. Das muss richtig mittig machen. Wie lahm ist das denn? Ja, aber lange. Alter. Yeah. Aber... Gar nichts hat die gemacht. Effektlos. Null. Effektlos. Das ist ja scheiße. Das war einfach zu schnell. Das war nichts. Nochmal ein, so eine kleine. Drei. Und los. Ja, brennen alle. Ja. Ja.
Ja, geht. Ja, nein, geht. Ist okay. Ja. Macht interessante Muster, oder? Ja, wirklich. Sieht so ein bisschen japanisch aus, oder? Nee, wir machen mal Elfenfeuer hier. Okay. Sind die Sachen alle vom Pyroland? Nein. Okay. Also ja, bestellt habe ich da, ja. Doch. Okay. Link in der Beschreibung. So, die sehen ja das fast so aus wie diese Elfenfeuer. Nur in kleiner, oder? Nur in kleiner. Wenn der Wind vom Westen weht, wird von links nach rechts geklebt. Junge, es brennt. Nein, das brennt nicht. Das ist der Mond. Siehst Junge, du das? Es brennt halt. Guck mal, wie das... Das soll ein Mond sein. Du bist auch ein Mond. Ich bin noch nicht fertig hier. Der Künstler weiß es immer besser. Alter. Das sieht aus, als wäre da Kaffee drauf ausgelaufen. Da ist kein Loch, Alter. Das ist ein Loch. Da kleben wir von hinten was drüber. Hallo, das ist ganz besonders. Es ist besonders. Jetzt haben wir zwei Löcher. geht nicht durch. Kunst muss nicht perfekt sein. Und eben. Das ist genau, ich sag mal, das ist doch genau das Thema, was wir haben. Eben. Guck mal, sieht hier aus wie so Pusteblumen. Ja. Pusteblumenlandschaft. Ich würde es mir hinhängen, sag ich dir so, wie es ist. Und es ist ein Einzelstück. Wo hättest du gerne? Noch? Ich finde, hier unten muss noch was hin, oder? Meinst du hier so? OMG. Lass uns mal gucken, wie das raucht. Junge. Ja, oh. Als ob es gewollt wäre. Alter. Wie gezielt man damit einfach malen kann. Ja, Knallkraut ist wirklich in der Pyrokunst besonders weit vorne. Das ist das antike Japan auf dem Bild zu sehen. Eindeutig. Japan. Nur zur Info, das wird hinterher noch mit Klarlack übersprüht, dann glänzt das ein bisschen und die Spuren sind konserviert. Also das kann man nicht dann verwischen oder so. Also lassen wir auch die größeren Krümmel noch da drauf liegen, ja. Ja, oder? Sicher, bleibt das alles ja drauf. Das besonders Geile dann. Klaro. Hast du so ein bisschen Patina. Ja. Ich würde sagen, die ist fertig. Jetzt machen wir noch eine kleine und dann erzähle ich, wie ihr die Dinger gewinnen könnt. So, jetzt als dritte hier nochmal eine kleine Leinwand und Kai hatte gerade eine richtig kranke Idee. Wir machen jetzt noch einen Kreisel unter die Leinwand und gucken mal, ob da eine schöne Hintergrundbeleuchtung stattfindet. Ja, finde ich gut. Was denn für ein Kreisel? Wir haben doch nur eine Sorte Kreisel oder hatten wir zwei? Nee. Ja, wir haben doch hier so die können wir. Guck mal, zwei haben wir. Ja. Mhm. Elektroflowers. Elektroflowers. Ja, dann probieren wir das doch mal. Los geht's. Oh Gott, wo brennt's durch? Alter. Junge. Das brennt nicht durch. Das raucht. Jetzt gucken wir mal. Oh, Alter. Komplett schwarz. Aber schön eigentlich. Guck mal, wenn man jetzt nämlich von vorne guckt. Wie so ein Wasserzeichen ist das jetzt. Ja. Das ist nämlich ein Original. Nur mit Wasserzeichen ist Original. Das ist ein Original. Firework and Balloons. Komm, wir machen noch einen. Noch einen? Aber die andere Variante, oder? Ja, aber kein Brummer. Hier, der war aber das, warte, oder? Es gab doch auch diese dicken hier. Ne, die hatten wir. Die Silberkreise. Ach ja, genau. Diese richtig fette. Oh, der Lunte. Oh. Siehste? Jetzt guck mal, haben wir links, schon. Rechts. Drei Striche haben wir. Drei Striche, obwohl wir von oben noch nichts gezogen haben. Voller Körpereinsatz. Junge. Hammer. Also ich glaube, das wird das Beste am Ende. Das hängt man sich dann auch einfach falsch rum auf. Kann man auch. Kann man auch. Knallkraut. Knallkraut bleibt Knallkraut und Knallkraut bleibt Knallkraut. Zwei gleichzeitig sogar, ja. Oder direkt, warte mal, oder direkt, gegenüber. Damit wir so ein Schmetterling kriegen. Ja, das wird. Oh. Hammer. Oh, ein Kornkreis hat sich gebildet. Ich hab doch gesagt, dass gestern die Außerirdischen da waren. Und einmal noch so ein Feuerball. Der hat zwar nichts angerichtet. Doch. Feuerball ist immer toll. Ob das was wird? Ich denke nicht. Oh. Also, hat schon was so gesagt. Alter! Ja, da ist einfach Plastik drauf. Das ist kleine Plastikkappen. Mega! Ist da ein Loch reingebrannt? Nee. Nee? Nur eins bis jetzt. Oh, da oben, jo. Stimmt. Und ein Brummkreisel. Und wieder draufgejumpt. Komm, einen machen wir davon noch oben in die Ecke. Ja. Versuchen wir.
Alter, der hat mich angeguckt. Mal guck mal, der hat da an der Stelle was gemacht, wo er sollte. Genau da. Berechnungskünstler. Dann machen wir noch einen Glitzerregen. Glitzerregen. Mit der Litze kannst Leute. Du dein Branding machen. Leute, die Litze, das ist für nächstes Mal. Das Special für nächstes Mal. Wir brauchen ja auch was Neues fürs nächste. Das soll schon passieren. Boah. Da wird richtig gespratzt. Das ist natürlich scheiße. Das was? Ja, spratzen macht das. Das ist mega, die machen so kleine Pünktchen. Tja, da ein Ruß rauskommt. Nicht schlecht. Boah. Okay, einmal abschütteln. Crazy Chicken. Als Eins. Kleines Finale. Warum? Ein Ei drauf. Warum sind die eigentlich hier so auch noch durchnummeriert? 1, 2, 3. Weil so. Die keine verschiedenen Effekte haben. Ah, das hört sich sehr, sehr schlüssig und nachvollziehbar an. Stellt man dann auch so auf, oder? Ja. Also das Ei muss ins Loch. Genau, das Ei muss ins Loch. Das Ei muss ins Loch. Ja. Das hört sich für mich schlüssig und nachvollziehbar an. Da! Ja, was war. Das war ein Finale, oder? Ja, das war ein Finale. Komm, wir signieren jetzt erstmal. Wir müssen jetzt erstmal draufschreiben, welches ist. Das ist ja eine Serie hier. Da musst du auch eine Zahl drauf machen. Ja. Vorne oder hinten drauf? Vorne in der Ecke rechts. Die 1 von 3. So? Ja, ja, musst du nur gucken, wie ich es gedreht haben jetzt nachher, oder? Ja, das können die Leute ja da machen. Ja, aber wenn du da schon 2 von 3 draufstehen hast, dann sieht das ja schon so aus, als ob das so ausgerichtet ist. Ja, so finde ich das gut. So, wie willst du das denn ausgerichtet haben? Ich würde es so ausrichten, glaube ich, so, hier. Ja? Das ist dann hier die 3 von 3. Jetzt müssen wir noch signieren. Ja, lass uns die erstmal vorher üben, irgendwo drauf. Das ist ein Rico, oder nicht? Rico. Rico. Oui. Ja, wo signieren wir das jetzt? Ja, da auch. Auch an der Stelle? Knapp drüber. Knapp drüber? Ja. Fängst du an? Ja. Also Leute, das sind absolute Einzelstücke, Kunstwerke und die werden verlost. Vorher aber eine ganz wichtige Frage, denn wir haben bei dem Dreh... die heute einmal ins Bild. Denn wir haben beim Dreh gemerkt, dass es echt... Ultra Laune macht, also wirklich Ultra Laune. Und da ich jetzt natürlich nicht jede Woche oder so Leinwände machen und verlosen kann, wäre jetzt die Frage, es gibt ja ganz viele, die irgendwie Merch haben oder so und das verkaufen. Was haltet ihr davon, wenn ich Leinwände verkaufen würde, aber halt Einzelstücke, die ich dann selber in irgendeinem Video mal gemacht habe? Also die Frage wäre, ob ihr euch das vorstellen könntet. Und die zweite Frage wäre natürlich, was euch sowas wert wäre. 30, 50, 100, 1000. 1000. Ja, und die Frage ist natürlich, wie viel ist es euch wert, genau. Wenn man vielleicht auch noch, ich sag mal, einen Hintergrund macht, dass man einen gewissen Anteil spendet, vielleicht ja, genau. Aktuell immer noch das Thema mit den Flutopfern, ja, das stimmt. Wo man noch vielleicht ein bisschen was Gutes tun kann, fände ich auf jeden Fall gut, wenn du da, oder wir haben vorher natürlich drüber gesprochen, ja. Dass du einen gewissen Anteil dann natürlich auch spenden willst. Genau, also klar, ich will natürlich nicht unbedingt drauf zahlen, aber ich will jetzt dadurch auch nicht besonders viel Geld verdienen, also das macht einfach Bock. Und das wäre halt eine lustige Idee, wenn das irgendwie bei euch im Zimmer hängt oder so. Ich denke, der ein oder andere oder dem ein oder anderen könnte das auf jeden Fall definitiv gefallen. Ich glaube auch. Ich hoffe. Und wenn nicht, dann straft uns ab. Genau. Ja, und wie könnt ihr die Dinger jetzt gewinnen? Also, das ist die Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Ihr müsst jetzt in die Kommentare schreiben, welches ihr gerne haben wollt und warum. Also zum Beispiel, weil eure Wand leer ist oder so. Und hier in diesem Video könnt ihr diese beiden Leinwände gewinnen. Also ich werde dann 2 Kommentare zufällig mit Generator auswählen und die beiden kriegen dann diese Leinwände. Ganz wichtig ist, dass ihr euren Instagram-Namen dazu schreibt, weil sonst kann ich euch nicht anschreiben. Also einfach einen Kommentar hinterlassen mit Bildnummer, Grund, warum ihr das haben wollt und Instagram-Namen. So, und das dritte hier, das ganz Verrückte, das gibt es auf Instagram zu gewinnen. Da gibt es dann den passenden Post. Guckt einfach mal auf Instagram, @fireworksandballoons und da habt ihr dann noch quasi doppelte Chance, dieses Ding zu gewinnen. 1 und 2 könnt ihr hier auf YouTube gewinnen und Nummer 3 auf Instagram. Ich würde auch sagen, wir haben alles gesagt, wir haben alles gegeben. Ja. Ich hoffe, ihr findet es gut und feiert es ein bisschen. Und ja. Und ich habe eben meine Kamera angezündet. Ja. Alter, unglaublich. Und seine Hand verbrannt. Ja, Leute, und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schöne Halloween-Zeit noch. Und bis bald. Tschüss. I remember you.